Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elden Ring. Ja, wir sind jetzt hier unten. Bevor ich jetzt da ganz unten durch die Tür gehe, gehen wir erstmal hier links hoch. Weil da scheint noch so eine Verteidigungsstellung, nenne ich sie mal, zu stehen. Alter, was bist du denn für eine krasse Maske hier? Okay, krass. Sollen das irgendwelche Riesen darstellen? Weil es sieht eher nach einem Gefährt aus, weil da drunter Reifen sind. Sind das irgendwie Kanonen oder was ist das genau? Was wollt ihr damit darstellen? Ich frag mich ja sowieso manchmal, in welcher Zeit spielt dieses Spiel eigentlich? Auf der einen Art ist das so richtig alt alles gehalten. So mittelaltermäßig, teilweise aber auch sehr neu. Vorsicht vor Zauberer, Turm versuchen, bla bla. Oh, die Leute unten sterben alle. Okay, tschüss. Okay, ich habe jetzt nicht über so einen Kampf gedacht hier. Ich dachte eigentlich, da wäre jetzt irgendwo im Turm ein Boss oder so. Dann gehen wir zurück und geben ganz was die Seelen aus. Oder Runen, sorry, sind da Runen. Seelen, Runen. Scheißegal. Alles dasselbe. So. Lass mal eben ganz kurz ein kleines Level kaufen. Apropos große Rune, die habe ich drin, ne? Ja, habe ich drin, Stufenaufstieg, was machen wir denn? Ich hatte jetzt gerade gesagt, Geschick, ne? Wegen mehr Damage. Leben gehen eigentlich. Wobei der eine mich getötet hat, aber der war auch sehr stark. Aber Damage kann man eigentlich nichts verkehrt machen mit. Wobei ich auch gerne eigentlich FP hätte, ne? Wir machen mal 32 und dann gehen wir beim nächsten Mal auf Damage. Ich denke mal, das ist ein ganz guter Kompromiss. Also nicht Damage, FP mache ich natürlich. Also jetzt Damage, beim nächsten Mal FP. Dass wir auch mal ein bisschen was Besseres beschwören können. Weil ich glaube, diese kopflose Kriegerin da, die kann schon echt geil sein, so, ja? Kann man natürlich erst dann wissen, wenn man was getestet hat. Ist hier oben irgendwas? Nee, ne? Alter, wie groß denn diese Kacksee ist, ne? Holy shit, Alter. War ich mit der Kirche schon? Das ist ja eine Kirche. Das sind Ruinen, aber das ist eine Kirche. Ich glaube, da war ich noch nicht drin. Interessant. Da oben ist er, der Dude. Wir lassen die mal kurz reinspawnen. Aua. Okay, er trifft sehr gut. Die sind zielsuchend. Mein Gott. Raketenbeschuss, Hilfe! Oh, lol. Okay, da habe ich ein bisschen das 3D-Visuelle nicht ganz einschätzen können. Okay, die Plebs kommen aber auch nicht runter, ne? Mein Gott, Alter, komm schon, beweg dich. Lol. Oh lol, ich kann ihn nicht treffen. Das ist interessant. Okay, die sind aber auch One-Hits. Das sind halt wirklich Plebs. Das konnte ich vorher nicht sehen. Ich hatte vorher erst nur ein bisschen Schiss, weil ich gesehen habe, es sind Leute. Bond, Junge! Warte mal kurz. Ich muss mal kurz ein paar Sicherheitslösungen hier machen. So, Aussichtsturm der Hochstraße. Jetzt geht der Bogen. Ich war gerade einen Baum getroffen oder so, keine Ahnung. Welcher Sund, du Sackdö. Okay. Ich würde sagen, wir trinken mal ganz kurz unser Spezialgefäß. Auch wenn wir damit ein bisschen Heilung verschwenden. Oder? Na, wobei, gehen erstmal ganz kurz hoch. Weil ich weiß nicht, wie viel Schaden der im Nahkampf macht. Da der aber ein Magier ist, bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich viel Damage ist. Okay. Handbuch des Schimmersteinmetzes 3. Gucken wir uns gleich an. Weißt du was? Gönnen wir uns einen Schluck. Sicher ist sicher, ja? Wer weiß, was dieser gute Dude hier kann? Gar nichts. Er kann gar nichts. Ist nur ein Magier.
Aber das muss man auch einfach mal testen. Hier ist ein gigantischer Schimmerklingenstab. Ah ne, nicht gigantischer, karianischer. Jaja, wenn man lesen könnte, ist das schon sehr hilfreich. Aber es ist halt auch das Ding, ne? Wenn man lesen könnte. Ja. Ein mit einem blauen Schimmerstein besetzter Stab, einer von zwei karianischen Stabtypen, wird verzauberten Rittern verliehen und verstärkt Schimmerklingenzaubereien. Kein Talent. Diese Waffe verfügt über keinerlei Talente. Besitzt die Waffe in einer... besitzt die Waffe in der anderen Hand ein Talent, wird dieses Talent verwendet. Okay. Und was war dieses schöne Etwas, was wir jetzt gefunden haben? Ist es nicht das hier? Albinaurik-Topf. Was ist ein Albinaurik-Topf? Der sagt mir jetzt gerade gar nichts. Verbraucht FP, werfen behindert die Heilung durch Tränenflaschen. Mehr PvP als normales Ding und Blutgerinnsel eines Albinaurik. Anscheinend ein Gegnertyp, den ich noch nicht habe. Sehr interessant. Cool. Da ist ein fetter Bär. Das muss jetzt doch nicht sein, oder Jungs? Ein Bär? Echt jetzt? Weißt du, irgendwelche ekelhaften Monster? Gar kein Problem. Bosse machen wir One-Hit. Ach, One-Hit-First-Try meine ich natürlich. Aber der? Puh. Schwierige Sache. Na gut. Eine goldene Rune. Nett. Als normaler Drop eine Rune 4. Nehme ich gerne. Hier lebt keiner mehr. Okay. Wer von euch ist übrig, meine Freunde? Die, die übrig sind, werden jetzt von mir leider, auch wenn ihr es nicht wollt, aber das lässt sich leider nicht verhindern und auch nicht verhandeln. Ihr werdet jetzt abgemetzelt. Okay, hier sind sehr viele magische Wesen. Wo ist der Zauberer? Oh, die kämpfen ja immer noch. Falkenschnabel. Oh, er ist ein bisschen wütend. Aber wo ist der Zauberer? Der muss ja irgendwo sein. Oder? Also ich sehe keinen. Na dann. Alter, der rastet aus. Hingefallen. Wie ärgerlich. Tot. Ey, lol. Könnt ihr mal bitte nicht mich jetzt angreifen? Ich habe gerade einen Riesen getötet für euch, ihr Wichser. Aber ja klar, muss ich wieder helfen, wa? Kriegt er nicht alleine geschissen. Bolzen. Goldene Rune 3. Goldene Rune 6, sehr schön. Haben wir auch down. Das sind alle Kristallwurfpfeile. Ja, das war eigentlich jetzt nicht ganz so schwierig, muss ich zugeben. Waren jetzt relativ normale, bekannte Gegner. Ist aber auch ganz fein. Ich wollte übrigens noch was anderes machen, fällt mir gerade mal so ein. Ausrüstung. Hier wollte ich mal... Also die Stinktöpfe, weiß ich nicht. Ja, ich lasse die mal drin, sonst vergesse ich die wieder. Ich wollte mal hier die Dinger probieren. Weil wenn die tatsächlich stark sind und arge Geschicklichkeit haben... Was könnt ihr? So. Ah, Blume. Hallo Blume, wie geht es dir? So, ansonsten sehe ich jetzt hier nichts Sinnvolles. Ich höre was glitzern. Das hört man. Ah, ist ein roter. Lame, lame und lame. Hier ist kein roter, oder? Ach so, der macht Bumm, klar. Kann's ja nicht wissen. Man weiß ja nur, was da passiert, wenn man es ausprobiert, ne? So, ansonsten sehe ich jetzt hier gerade nichts. Da ist ein Geist, der rumchillt. Gibt's hier nicht irgendwo eine Gnade? Weil es gibt doch sonst hier draußen in der Open World 5 Millionen Gnaden nebeneinander. Wozu dieses ganze Getümmel da jetzt nochmal neu aufwiegeln? Ja, wobei, wir können auch durchrennen, theoretisch beim nächsten Mal. Ah, gucken wir mal so ganz kurz. Okay, hier ist auf jeden Fall nichts. Da ist noch ein bisschen Wurzelharz, nehme ich gerne mit. Ist immer ganz gut.
Da ist ein Bärchen. Hallo. Der ist zuhört. Lol. Was ein Lappen. Und droppt einen Klumpen Fleisch. Sich alles auf einmal vornehmen versuchen und dann rum versuchen. Hallo. Raya Lucaria, heilige Hallen, die dem Studium der Magie gewidmet sind. Warum bleiben mir die Türen verschlossen? Darf ich die steinerne Krone nicht tragen? Nö. Also die Geister rede ich übrigens auch nur einmal mit denen, weil die waren bis jetzt eigentlich immer so, dass die nicht mehr Dialog haben, außer ihren Einsatz. Falls sich das übrigens ändern sollte, dann haben wir halt einfach Pech gehabt. Kann ich nicht anders sagen. Hier ist noch mehr Wurzelharz. Habe ich nicht mittlerweile eigentlich relativ viel, um mir zumindest neue Feuerdinger herzustellen? Was ist das nochmal genau? Resistenz gegen Feuerschaden, ja. Die Objektentdeckung, ja. Ah, okay. Was wollte ich denn gemacht haben jetzt eigentlich? Mir fällt es gerade nicht ein. Ach, das hier, genau. Die hier. Weil Wurzelharz ist halt perfekt dafür. Stellen wir uns ein paar davon her. Haben wir wieder ein paar auf Lager. Und können auf jeden Fall jetzt immer lange damit auskommen. Ohne irgendein Problem. Gibt es hier tatsächlich nirgendwo eine Gnade? Ja, wie gesagt, wäre nicht schlimm, ne? Es wundert mich nur, weil normalerweise die ganze Open World damit zugepflastert ist. Ah, siehst du, da ist eine. War klar. Das meine ich nämlich. Weil sonst hast du mich immer an jedem kleinsten Minipunkt so ein Scheißding. Außer dann, wenn du denkst, oh, jetzt wird aber wieder ganz gut. So nehme ich. Weil diesen dicken Bär werde ich bestimmt mindestens einmal verkacken, glaube ich. Und bevor ich nachher dann irgendwie sterbe und hier hingehe, kann ich lieber fliehen und neue hingehen. Weißt du? Man weiß ja nie. Weil große Bären gleich böse. Hi. Da geht's mich schon los. Hallalalalala. Das war viel Damage, holy shit. Komm schon, Blutungsschaden. Da muss mehr Blutungsschaden kommen. Das ist mir zu wenig bei dem irgendwie. Ui. Großer. Vorsicht. Ach, guck mal, er kriegt halt immer nur seinen normalen Schaden. Okay. Aber der Blutungsschaden kommt nicht rein. Jetzt. Oh, das war knapp. Ich muss mal kurz ein bisschen wieder hier aufs offene Feld gehen, weil ich sonst eingesperrt werden kann. Naja, ist okay. Das ist nicht okay. Das ist schlecht. Lol. Cool. Okay, das war ein bisschen unfair. Aua. Oh lol, mein Death-Counter aktualisiert sich gar nicht. Ich hatte jetzt eigentlich schon zweimal gedrückt gehabt. Da muss ich tatsächlich kurz minimieren. Ich hätte ihn noch extra angedrückt gehabt. Geht's jetzt? Der aktualisiert sich nicht. Ich habe beim letzten Mal doch schon gedrückt extra. Hä? Ja, Moment. Was ist denn das jetzt? Habe ich irgendwie die... Elden Ring Death Counter. 40. Das funktioniert. Okay, ich hatte das jetzt manuell 2 erhöht. Geht das auch so? Kannst du es testen? Nee, es geht nicht mehr. Warum? Also die Tasten hier in-game gehen. Ah! Moment, jetzt hat er es genommen. Nee. Verstehe ich jetzt nicht genau, warum das jetzt nicht geht. Das ging auch sonst immer.
Ich mach mal ganz kurz einen anderen Hotkey. Ach lol, die haben das jetzt da in... Die haben das jetzt geändert. Das ist jetzt nicht mehr Numpad, nur ist jetzt Insert Up and Down. Hä? Also das jetzt als Insert geht, okay. Naja. Finde ich jetzt irgendwie komisch. Aber, testen wir es mal ganz kurz. Nein! Moment! Ah, was hat er denn jetzt gemacht? Machen wir bitte nicht. Okay, ich bin jetzt wieder in-game. Kurz gucken. 44 und 2 wieder runter. 42. Jetzt geht's. Wunderschön. Passt das? Ich bin in den Katakomben. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Letzte Folge. Da war ich in der Katakombe, gell? Die habe ich geschafft. Bin rausgegangen, habe hier alles easy peasy gemacht. Easy peasy, easy peasy. Den Boss habe ich geschafft. Geschafft, geschafft, geschafft. Bei dem bin ich einmal draufgegangen. Hab meine Seelen gesnackt, bin abgehauen, durch die Wölfe gelaufen, zurückgegangen, zu dem Meister gegangen, den getötet, hier alles getötet und jetzt bin ich hier gestorben. Zwei Tode, 42. Passt. Da war jetzt ja belastend. Also der Bär ist ein asozialer Gegner. Aber ich hatte recht, ich werde mindestens einmal verlieren. Aber ich wusste gar nicht, dass er so einen Spezialangriff hat, um mich zu one-hitten. Das ist, interessant. Schmerzvoll, aber interessant. Ich lasse ihn mal stehen. Ich habe keinen Bock auf den. Der gehört auch zu der schlimmsten Variante irgendwie von Gegnern, ne? Sehr schnell, übelst stark. Weiß ich nicht, du. Kann ich nicht eigentlich? Warte, ich habe eine Idee. Willst du mich trollen? Das zählt nicht als vergiftet. Er will mich trollen? Wie viel hält denn der auch mit Gift? Krass. Junge. Alter, wie schnell der ist, ne? Oh, schwierige Sache. Ganz schwierige Sache. Also Gift ging bei dem ja wirklich gar nichts, ne? Wo bin ich denn eigentlich gerade? Oh! Siehst du so einen Schatten anlaufen? Eine Scheibe Fleisch. Ernsthaft? Ernsthaft? Das war alles? Ja, dann ist er ein Schrottgegner. Ja, dann lassen wir ihn stehen. Dann bringt er uns ja nicht mehr was. Lame. Heilige Scheiße. Ja, ist gut, Großer. Lass mal stecken. Ob der mich hier findet? Bitte nicht. Ich will gehen, bitte. Okay, die großen Bären sollten wir echt in Ruhe lassen. Die sind so krass. Ich habe auch das Gefühl, dass der irgendwie noch ein bisschen stärker ist als die in dem Wald damals. Könnte natürlich auch jetzt nur so wirken, aber irgendwie, weiß ich nicht. Der ist krass. Okay, die Brücke ist auf jeden Fall komplett im Arsch. Mehr war da aber jetzt nicht, ne? Bei dem. Ich gehe nicht zu ihm, ich gehe jetzt nur da oben die Wand noch mal ein bisschen abchecken, ob da irgendwas war. Aber der war nur zum Deffen von einem Stück Fleisch. Also komplett unnötig auch, der Typ, ne? Einfach nur ein krasser Bait. Ja, machst halt nichts, ne? Manchmal ist das Game halt einfach nicht nett zu dir. Gott. Oh ja, ich bin auch hier, ja, toll. Ja, okay, dann ist das hier eigentlich auch komplett für den Arsch. Da ist eigentlich nur dieser eine Geist, der rumchillt und... Ja. Wir könnten noch ganz kurz das Wasser rund, den Weg runter von den Wölfen. Ob da vielleicht irgendwas ist. Das kann doch vielleicht irgendwie was bringen. Ansonsten war bis jetzt hier relativ sinnlos. Das war schlecht. Naja. Mal gucken, ob da hinten wenigstens was Sinnvolles ist. Ansonsten gehen wir weiter zurück zum Wasser. Und gucken da das Gebiet weiter an. Wobei, es geht da auch runter, theoretisch, ne? So ein bisschen. Hallo. Warte mal ganz kurz, ich muss eh ein bisschen Ausdauer regenerieren.
Okay. Der macht ganz schön Damage, muss ich zugeben. Nicht schlecht. Man merkt auf jeden Fall stark diesen Anschub oder Anstieg von Kraft der Gegner vom Wald bis hierhin. Warte mal. Man kommt hier einfach nach oben. Ernsthaft? Da war so eine Abkürzung? Das habe ich halt legit nicht gesehen, ne? Cool. Ja, okay, gut. Dann geht's halt nur noch hier runter. Gehen wir da mal lang. Einfach um zu gucken, was da ist. Und vielleicht finden wir irgendwie eine Gnade für später. Okay, hier ist ein Camp. Okay, hier sind nur ekelhafte Viecher und da ist ein Item. Will ich hier rein, though? Ich weiß es nicht. Objekt voraus, aber Vorsicht vor Gift. Na klar. Ach du Scheiße. Ah, ist ja viel Damage. Cool. Oh, ist auch sehr viel Damage. Naja, wir müssen ja nur ganz links durch. Alles gut. Den Rest können wir ja stehen lassen. Einen noch. Ja. Hat sich jetzt nicht so gelohnt, wie ich es erwartet habe eigentlich, ne? Naja. Aber war jetzt auch irgendwie wieder klar. Leute, das ist echt als Kampf. Ich kann die Karte nicht aufrufen. Nett. Okay. Also hier ist auf jeden Fall eine Connection zum Wasser da unten. Das ist ja schon mal schön. Da ist ein Ballon. Putz. Putz. Die chillen sogar noch. Ach, das sind solche Jungs. Natürlich. Oh, oh, das wollte ich nicht. Gott sei Dank habe ich nicht getroffen. Fürs Nicht-Treffen belohnt werden. Sehr freundlich. Okay, der rastet komplett aus. Die sind so komisch, die Gegner. Das sind sowieso Wirbel, die irgendwie so einen Anfall kriegen. Kleine Mini-Tornados. Okay. Da ist ein Hummer. Wer seid denn ihr, Jungs? Weißt du, was wir noch nie benutzt haben? Das Fernglas. Oder Teleskop, sorry. Ich würde es gerne mal nutzen. Das dachte ich mir schon, dass das passiert. Weil das Teleskop in Dark Souls 1 war das schon, oder das Fernglas da, war schon komplett für den Arsch. Man sieht jetzt im Endeffekt einfach nur einen Zoom von 40% oder so. Feuer versuchen und dann Achtung, Gelegenheit. Mhm. Hallo Jungs. Okay. Nicht schlecht, Dude. Der knallt rein. Hätte ich nicht gedacht. Nein. Oh. Ja, das wollte ich machen auf jeden Fall. Schnauze. Nehmen wir mit. Na komm, gib her. Schildkröten, Hals, Fleisch. Aha. Dum, dum, dum. Alles auf jeden Fall toll bis hierhin. Man weiß nur nicht genau, ob es jetzt irgendwas hier gibt, was einem interessant genug wirkt, um da jetzt hinzugehen. Du siehst lebendig aus. Ach, so ein Ding bist du. Okay. Was ist das? Holy shit. Okay. Aua. Holy fuck, Junge, hast du mich erschrocken.
kotzt er erstmal dahin. Okay. Dann bringen wir zuerst ihn um. Ach, er Gift kann er auch noch. Gift, Magie. Sonst noch irgendwie Bedarf. Kommst du bitte mal her? Dickerchen. Lol. Hey, ich bin tot. Du weißt du was, Kumpel? Gift stört mich nicht. So, bringst du irgendwas Sinnvolles? Gesprungener Kristall, Miranda-Pulver und Giftblüte. Ich weiß nicht wie, aber es klingt irgendwie interessant, also wichtig, sag ich mal. Oder wertvoll. Mein Problem ist nur, ich sehe noch mindestens 3 weitere Pflanzen. Die halten sehr viel aus. Wieso also sollte ich die jetzt töten? Außer um dieses Zeug zu bekommen. Deswegen merken wir uns das und wissen, jo, man kann es hier bestimmt farmen. Lassen es aber stehen, weil ich keinen Grund sehe, die jetzt da zu bekämpfen. Die beiden Jungs hier allerdings... kriegen auf die Fresse. Ihr seht ein bisschen komisch aus. Wie so Aliens. Naja. So, hier ist alles untergegangen. Hey, warte, wo bin ich jetzt? Achso, ich bin... Ah, ja. Ich hab grad irgendwie ein bisschen die Orientierung verloren, kurz. Da sind die Pflanzen. Hier sind untergegangene Gebäude auf jeden Fall überall. Auf der Brücke sind noch mehr von diesen Alien-Soldaten. Ja, kann ein paar Räder schlagen. Interessant. Aber die sind schwach. Sehr schwach sogar. Okay. Du siehst mir aus wie ein wichtiges Gebäude. Das dachte ich mir, dass da irgendwie was passieren wird, wenn ich da hingehe. Aber weißt du was? Da ist noch so ein Vieh. Wir gehen da trotzdem rein. Sehr, sehr nice. Geil. Keine Krabbe voraus, daher Vorsicht vor Garnele. Das ist keine Garnele, das ist ein Hummer, oder bin ich jetzt doof? Das ist doch ein Hummer, oder? Garnele. Ja gut, es gibt natürlich wahrscheinlich das Wort Hummer nicht. Oder? Wieso gibt es eigentlich so Worte wie Garnele in dem Game, aber nicht... Holy shit! Meister. Tut das denn not, Mann? Okay, hier sind sehr viele Viecher im Wasser, die sehr groß sind. Aber ich wüsste halt nicht, warum ich die ganzen Blumen, die ganzen Hummer hier... Oder sind das Hummer? Ich bin doch jetzt nicht dumm. Das ist doch ein Hummer, oder? Das will ich jetzt wissen. Hummer. Oh, ich hab Caps an. Lol. Och, deswegen ging der Death-Counter nicht. Ich hab Numpad ausgehabt. Oh, lol. Oh. Das kann man doch nicht wissen. Hummer. Nicht drauf drücken, aber das ist ein Hummer, siehst du? Vorne die Fühler, hinten so dieser, ich sag mal, Ankerschwanz so. Und jetzt gucken wir da an, das ist ein Hummer. Aber original. Ja, warte, mach ich nochmal ganz kurz die Hotkeys wieder zurück. Oh, das war... Oh. Kannst du dir nicht ausdenken, Mann. Wieso ist das denn so eine Scheiße jetzt gewesen? So, Elden Ring. So, um wieder rein ins Game. Probiere ich ganz kurz aus. Nach oben, ein Tod mehr, ein Tod weniger. Perfekt. So, jetzt sind hier überall Viecher. Hier und da. Wir reiten mal einfach hier diesen Gang entlang zurück zum Feuer, damit wir zumindest diesen Hauptweg abgeschlossen haben. Und gucken, ob da irgendwas Interessantes ist. Ich hoffe, das Game ist jetzt einfach mal so fair, dass wir jetzt nicht unbedingt irgendwo ins Wasser reinfallen. So abgrundmäßig, weißt du? Alter, das kann nicht denn ernst sein. Okay, er kriegt wieder einen kleinen Anfall. Und ich treffe ihn halt nicht, ne? Das ist so traurig. Oh, lol! Das kickt mich instant vom Pferd runter. Okay. Ja, mit dem Bogen gehen die Jungs ganz klar. Alter, wie viele Hummer hier sind. Ich sehe da schon wieder 2. Hier direkt einer vor mir, da rechts einer. Da ist noch so ein Giftvieh. Aber ich sag mal so, solange die mich nicht angreifen, warum sollte ich die angreifen? Gibt es da einen ersichtlichen Grund für jetzt so? Der. Lol. Ich hab aber auch viele von denen, ne? Aber echt viele. Aber muss jetzt nicht unbedingt sein. Weiß ich nicht.
da eine Höhle? Nee, ist nur dunkles Gebiet hier. Okay. Hätte ja sein können. Man muss es ja zumindest probieren. Aber bis jetzt finde ich das Gebiet eigentlich eher komisch, hier das Wasser. Weiß ich nicht. Och, ist das jetzt echt nötig? Oh. Nö. Ich gehe mal ganz kurz weg. Wo bin ich eigentlich gerade? So, jetzt geht wieder. Ach, hier neben dem Aussichtsturm bin ich. Okay. Dann lass mal ganz kurz ein paar Feuerfässer herstellen. Hm. Ja, Feuerschaden ist, denke ich mal, ganz gut. Aber ist Heiligschaden vielleicht besser? Ich weiß es nicht. Wir probieren mal eine aus. Ansonsten machen wir mal einfach ganz kurz ein paar davon. Teuer sind die Dinger ja nicht, ne? Dann rüsten wir mal auch ganz kurz das Ding aus. Weil die Giftdinger haben mich jetzt irgendwie eher unterwältigt. Aber der Bär hat auch sehr viel Giftresistenz gefühlt gehabt. Also vielleicht war es auch einfach der falsche Gegner dafür. Weiß ich natürlich nicht, ne? So. Erstmal ganz kurz das Heiligding probieren. Hm. Weiß ich jetzt nicht so. Also die sind nicht heilig anfällig auf jeden Fall. Geil. Die machen einen starken Wurfarm, muss ich sagen. Wie unnötig. Ja, oder lassen wir uns vergiften und nehmen danach einfach ein Gegenmittel. Na komm. Okay. Ja, es ist besser bei denen. Okay. Ein Schmiedestein. Ja, ein Zweier-Schmiedestein. Aber ist auch okay. Die können wir auch immer sehr, sehr gebrauchen. Bedauern? Nee, Kumpel, die sind doch sauwurf. Allein für den Bogenkopf nutzen. Alles gut. Ja, okay. Und den Rest können wir stehen lassen. Ist auch egal. Sind da Kackgegner? Brauchen wir nicht. Okay, ich erspähe hier rechts schon wieder ein solches Viech. Und bis jetzt über, wo die Viecher waren. Über mir ist einer. Okay, ich gehe mal ganz kurz auf Seite. Okay, das zählt als Kampf tatsächlich. Oh, lol. Moin. Da fliegt irgendwas Goldenes hinter mir her. Okay, merken wir uns, bei diesen Ruinen ist auf jeden Fall ein bisschen Action. War ich da schon oder noch nicht? Weiß ich nicht. Bin ich? Ich glaube ja, weil ich habe da durch die Karte irgendwo her. Aber egal, dann sind wir jetzt wieder da, wo wir ausgekommen sind. Haben wir jetzt diesen ganzen Abstand hier oben fertig bis zum Turm. Damit haben wir schon den halben Gang hier fertig. Dann machen wir jetzt hier unten das Wasser ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, wie groß es wird. Ich hoffe jetzt nicht, dass das irgendwie so ein Riesensee ist. Weil da oben ist auch Wasser, weißt du? Das wäre jetzt echt krass auf jeden Fall. Und ein bisschen belastend, wenn es jetzt so ein riesen See ist und auch out of map geht hier. Oder sogar quasi ins Meer übergeht, aber es ist bis jetzt halt nur so ein seichtes Wasser. Aber ich denke mal, wir gehen jetzt hier so nach und nach ein Stück zurück zum Feuer. Ich weiß nicht, ob ich die Ecke hier unten schon gesehen habe, ansonsten gehen wir da gleich nochmal rein gucken. Und gehen dann hier in diese Ruinen mal rein. Aber bis jetzt ist das Wasser hier auf jeden Fall sehr unterwältigend, sag ich mal. Weiß ich nicht. Und in diese kleine, ja, Kirche nenne ich sie mal, gehe ich mal rein. Ach, das sind diese Ruinen. Ah, es sah von außen aus wie eine Kirche. Aber okay, dann sind das die Ruinen gewesen. Ist auch fein für mich. Habe ich jetzt nichts gegen. Ja, okay. Die Frage ist, was kann so ein großes Vieh? Ich will es mal eben testen. Ah ja. Okay, natürlich wie alle Gegner sehr agil. Und knallt ihr. Oh Gott! Und knallt ihr direkt einen drauf. Holy shit!
Okay. Hummer gleich böse. Habe ich verstanden. Ist notiert. Kommt nicht wieder vor. So, hier ist das Wetter wieder ein bisschen normaler. Gehen wir zurück zum schönen, sicheren Platz hier. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das Wassergebiet bin ich froh, wenn es zu Ende ist. Weil das finde ich jetzt auch optisch irgendwie nicht so ansprechend irgendwie. Ich bin, weiß ich nicht so. Ist irgendwie langweilig. Schwer übersichtlich, was man so schon gesehen hat, was nicht. Muss jetzt nicht unbedingt sein, meiner Meinung nach. War ich hier schon gucken? Ich bin mir nicht sicher. Okay, hier sehe ich jetzt auch gerade gar nichts. Oh, doch, hier war ich schon. Da bin ich hochgekommen. Aber hier war ich noch nicht. Oh, oh, ist tot. Oh, Gott sei Dank. Hallo? Ja, die gehen, solange die noch nicht irgendwie zum Damage kommen, sag ich mal. Okay, hier geht's rein. Das habe ich irgendwie erwartet, dass da jetzt was ist, weil... Warum sollte da nichts sein? Gott, hier ist dunkel as fuck. Material versorgt, aber Vorsicht, Vergift. Ja, Klassiker. Was ist das hier? Scharlachfäule. Ach so, natürlich, was auch sonst. Warum denn immer Gift, Jungs? Sie dürfen nicht, oh, sie dürfen nicht. Okay. Vision hier von Gift. Oh, so ein Vieh. Mustard. Okay. Machst du nichts. Da müssen wir direkt erstmal ein paar Pfeile auspacken. Gefiedert natürlich, versteht sich. Ich finde Pfeile übrigens... Achso, ich habe Knochendinger hergestellt. Ich muss übrigens echt sagen... Nee, warte, hä? Ah. Aber ich finde die trotzdem irgendwie zu teuer, weil die halt alle über Knochen kosten. Und drei Knochen finde ich irgendwie ein bisschen viel. Weil das ist doch schon echt dann Farming ein bisschen so. Naja, egal. Gut, Kumpel, dann ab dafür. Die Frage bei Feuerschaden ist, was bringt Feuerschaden eigentlich? Weil die brennen jetzt zwar, aber die kriegen natürlich keinen Damage. Mir fehlt so ein bisschen Feedback vom Feuer irgendwie, weiß ich mal. Aber irgendwie gibt's das hier so kaum. Oh, Leute, okay, er ist geplatzt. Alles klar. Muss er ja wissen. Vollpfeile mache ich eben leer und dann schieße ich mit normalen Pfeilen weiter. Oh, der Leuchtschirm ist ausgegangen. Wie ärgerlich. Na egal. Den töten wir noch eben ganz kurz. Kann ich nicht eigentlich auch hier... Wenn ich ihn eh nicht beschwören kann. Weißt du was? In die Fresse. Wobei, bringt mir jetzt nicht viel, ne? Mein Gott, du dünnst es hier aber auch rum, ey. Holy shit, ey. Und batz, ein noch. Kann ich euch auch töten? Ja, two hits, sehr schön. Naja, nee, free hit, weil die natürlich immer unterschiedlich Damage machen. Ist eh ein Giftsee, also ich werde eh vergiftet drin, aber
Besser als aber noch gehittet zu werden. Ganz ehrlich, was ist denn da runtergefallen? Tropft das hier? Okay. Alter, ich treffe nicht. Ich fühle mich ein bisschen gemobbt gerade so von den Viechern. Bewegen sich in Slow Motion. Keine Chance hier zu treffen. So, alle tot. Wunderbar. Wir schmeißen mal ganz kurz so ein Steinchen. Sicher ist sicher. Den aktivieren wir ganz kurz. Einfach weil, warum nicht? Kristallhöhle Moos. Kein Pferd voraus. Verborgener Pfad voraus. Ernsthaft, er sagt Pfad und der hat sich verschrieben und schreibt Pferd. Alter, bist du dumm, Junge. Vorsicht vor rechts. Ja, hört man schon ein bisschen rumglitschen. Ist ja ekelhaft, Alter. Ach so, ein Ding. Genau. Weißt du was, hier kriegst du auf die Fresse. Meine Projektile kommen wenigstens an, im Gegensatz zu deinen. Ja, da guckst du dumm, wa? Alter! One Hit! Ja, lecker! Okay, gut. Das war mein WhatsApp, es tut mir leid. Schmeiß noch mal ganz kurz ein kleines Steinchen hier hin. Oh, oh! Da sind ja noch mehrere davon. Oh, von denen auch. Ärgerlich nur, dass eure Projektile nicht so weit gehen, ne? Da habe ich als Bogenschützen echt einen kleinen Vorteil euch gegenüber. Kann man nicht anders sagen. Tja, belastend, Jungs. Ja, was ist das denn für ein Scheiß hier? Guckt ihr das mal an. Wenn hier so viel Gift war... Okay, man kommt hier theoretisch wieder raus. Alter, guckt ihr das mal an. Es ist hier... Das sind zwei große Pflanzen. Da hinten ist noch mal eine. 5 Millionen Magier? Ach du Scheiße. Ja, die Magier töten wir mal, einfach nur aus Sicherheitsgründen für uns, falls wir da reinfallen sollten. Dass wir nicht direkt gegen alle kämpfen, sondern größtenteils nur gegen Gift. Ob sich die Items hier überhaupt lohnen? Weil bis jetzt verschießt sich hier nur Munition eigentlich. Oh, ich werde diesen Sprung so verkacken. Ja, oder so. Ich dachte, wäre noch Weg. Naja. Gott suchen. Naja. Eine Rune. Ja, Wahnsinn. Hat sich jetzt wirklich gelohnt, auf jeden Fall. Danke. Ach, ich bin so dumm. Jetzt habe ich die Taste gedrückt, die ich normalerweise drücke. In Dark Souls 2 oder so. Das ist immer, weißt du, ich springe die ganze Zeit, das weiß ich. Aber wenn ich halt auf so einen Sprung vorbereitest, der so... wirklich zum Sprung ansetzt, dann vertut man sich da ganz gerne mal. Aber ist ja A auf Springen. Naja. Ist halt ärgerlich, ne? Wenn man halt so die Hotkeys sich das so eingeeicht hat, kurz stehen zu bleiben, in sich zu gehen, dann naja, mit diesem anderen Dings zu springen, gewöhnt man sich da auch dran. Hier sind halt Magier. Verstehe ich. Aber warum ihr jetzt hier gestorben seid? Ja gut, okay, Gift. Dazu natürlich jetzt überall diese Kackviecher. Ich kann es nachvollziehen, aber so viel können die jetzt auch nicht. Oh lol, er lebt noch. Okay. Vorsicht vor hoch, Trio voraus. Okay. Wir gehen trotzdem mal hier lang, weil da war ich gerade noch nicht. Voll versuchen tut es. Bringt das was? Weißt du was? Wir werfen mal einen drauf, weil so teuer sind die Teile nicht. Wer hätte das gedacht? Es geht kaputt. Na, man kann immer den Spaß mitmachen. Man weiß ja nie. Rüstung voraus, aber erstens Vogel. Vorsicht vor Vogel. Sprießendes Höhlenmoos, okay. Hm.
Meint ihr damit jetzt wieder so eine Fledermaus? Oder tatsächlich ein Vogel? Aha. Fledermäuse, das geht ja. Lol, die verrecken im Gift. Ah, nee. Ich dachte ganz kurz, der leidet da im Gift und verreckt einfach oder so. Oha. Das wäre auch übelst cool irgendwie, oder? Wenn es da solche Mechaniken gibt, dass wenn manche Gegner halt irgendwo reinlaufen oder so, dass sie da tatsächlich durch die Elemente Damage kriegen. Ich meine, guckt ihn euch an. Das sieht echt so aus, als würde er da drin eigentlich gerade zugrunde gehen. Alter, wie wir hier sitzen. Voll cool. Naja. Ich werfe mal ganz kurz ein kleines Sicherungslichtsteinchen. Aha, wer hätte das gedacht? Noch einer? Wahnsinn. Okay, der war deutlich stärker als die anderen. Ist aber auch keine Fledermaus gewesen wie die anderen. Der hat so einen komischen... Das ist eine alte Frau irgendwie, ne? Alter, die zappelt aber rum, die danst richtig. Die wird verewigt als die Tanzende. Schlangenpfeil. Aha, gucken wir uns gleich mal an. Weißt du, was die veröffentlicht wird? Direkt mal hier Screenshots anzeigen. Ich habe jetzt hier schon ein paar gemacht, keine Ahnung. Nehmen wir mal den hier. Das ist die gute, ewig tanzende... ich mache auf Englisch, warum nicht? Ich habe auch ein paar englische Freunde, deswegen. Forever Dancing... Wie guckt man das ein bisschen? Ach, weiß ich nicht, was sowas ist. Old Bad. Ist nicht so witzig, aber ganz ehrlich, man kann ja auch nicht immer witzig sein, ne? Okay, während er das so macht, soll er ruhig da weiterdingsen. Weiser. Ach so, oh. Ich dachte ganz kurz, da wäre jetzt irgendwie ein Loch oder sowas, wo man reinfallen kann oder sonst irgendein Quatsch. Es sind einfach weisen Klamotten. Ansonsten gibt's hier nichts, ne? Ne. Ja, war eine nette kleine Mini-Höhle. Schließt eine Möglichkeit des Weges schon mal aus. Ich find's echt wirklich fantastisch vom Spiel, dass diese Leuchtsteine nach und nach einfach ausgehen. Also ich muss sagen, es ist wirklich ein fantastisches System, was dahinter steht. Dass sie nicht wenigstens einfach anbleiben, ne? Nö. Nö, das wäre ja auch nützlich dann. Ich bin so dumm. Ich wusste sogar, dass da ein Trio ist. Ich hab's vergessen. Ich versuche jetzt übrigens hier den engen Gang reinzulocken, weil da müssen die im Nahkampf gehen. Das war jetzt echt ungünstig. Ich habe gerade ein Steinchen geworfen. Genau als die um die Ecke kam. War nicht so gut jetzt. Naja, machst du nichts. Hallo, mein Freund. Kommst du auch her? Tschüss. Ja, vor denen habe ich echt noch ein bisschen so ein Problem mit denen. Weil die haben mich damals das erste Mal richtig getötet im Spiel. Diese Kackviecher. Aber ich verstehe, warum die alle gestorben sind. Wenn die überrascht werden von 3 Stück auf einmal, das tut schon weh. Glühstein 5-mal. Ja, nett. Springen voraus benötigt, ja. A ist springen. B. A. Passt. Gar kein Problem. Ist da noch ein Item bei dir, du giftiges Etwas? Okay, dann war das komplett unnötig, diesen einen zu töten. Fantastisch. Apropos unnötig, einen zu töten. Wir können mal ganz kurz die Pfeile austauschen. Gegen Gefiederte. Ist eine sehr große Höhle hier. Hätte ich nicht gedacht. Da hat man eine Pfeile, ne? Ach, echt jetzt. Gefällt mir jetzt nicht so gut, dass es da so runtergeht und hier Gift ist. Aber
Man kommt hier wieder hoch. Okay, dann ist alles gut. Preise Mist. Ah, oh, lol. Ey, ich weiß, das wird dir nicht glauben, aber ich habe die nicht gesehen. Ich habe die irgendwie für Dekoration gehalten oder so. Weißt du, was jetzt witzig wäre? Bevor ich es vergesse, ganz kurz neu herstellen. So, mein Freund. Okay. Der hat einen Giftpilz gehabt. Ich bin begeistert von dir, Junge. Es ist immer sehr schön, wenn ihr wertvolle Dinge bei euch tragt. Alter, was ist das denn für ein Gebiet, Junge? Ein Boss? Hätte ich jetzt ja nicht erwartet. Noch habe ich echt nicht erwartet, bin ich ehrlich. Aber der ist schon ganz schön doof von der Position her. Deswegen hoffe ich, dass ich ihn direkt besiegen kann. Ey, da ist doch safe noch irgendwas hinter, oder? Ah, okay. Lügner voraus. Oh, wie viele habe ich noch? Geht, ne? Was ich machen könnte, wäre die Flasche trinken, dann reingehen. Das mache ich auch. Weil dann haben wir wenigstens noch ein bisschen Resistenz drin, weißt du? Nein, oh, das war so dumm. Ich wollte das hier nehmen. Ja, ärgerlich. Jetzt habe ich eine Flasche weniger. So ein Ding ist das, ja? Okay, auch sowas leer. Interessant. Oh, der hat gezwiebelt. So. Einen Schub nehme ich noch, sicherheitshalber. Brauche ich nicht, aber nehme ich. Nicht, dass er gleich ein Todeskombo des Jahrtausends raushaut, das meine ich. Man weiß ja nie, was die so können. Weil plötzlich macht er irgendwie so einen Angriff, zack, bist du One-Hit. Kann man ja nicht ahnen. Genau das meine ich. Zack, hast eine Combo drin sitzen, bist fast tot. Oder sowas. Cool. Genau das meine ich übrigens. Ich kam jetzt irgendwie nicht mehr weg. Ich konnte nicht mehr angreifen, kam nicht mehr richtig weg. Irgendwie war das jetzt ganz schön belastend. Er ist super schlecht tatsächlich. Und super easy zu besiegen. Und trotzdem sterbe ich an ihm, weil ich genau das bekommen habe, was ich erwartet habe. Ich wollte jetzt noch einen hier durchziehen und dann, es kam einfach... War ärgerlich. War wirklich ärgerlich jetzt. Aber auch nicht unerwartet. Das muss ich dazu sagen. Ich glaube, das war jetzt, weil ich am Ende noch erwartet habe, dass irgendwas passiert und mich unbedingt heilen wollte. Ich hätte einfach noch einen Schlag mehr setzen sollen. Ich glaube, dann wäre er gestorben. Weil er war ja wirklich quasi tot. Schade. Dann habe ich jetzt den Boss zwei Versuche und nicht einen Versuch. Das ist ärgerlich. Obwohl ich ihn quasi First Try hatte. Belastend. Also zugeben, dass Marikas Fehler haben wir schon einen Vorteil, sondern hier wenigstens so gut durchgehen kann. Ohne darauf zu achten. So. Ist wenigstens schon wieder beim Boss. Das Einzige, was mich daran jetzt ärgert, ist nur, dass es noch ein Hit war. Ich hätte den auch First Try haben können. Aber machst du nicht. Hätte ich das übrigens genommen, wäre der auch tot gewesen. Das sind alles so Kleinigkeiten, die ärgerlich sind. Ist ja auch egal. Komm vor. Gar kein Problem, die nehme ich trotzdem vorher tatsächlich. Wegen der Resistenz alleine schon. Und voll gebufft gehen wir jetzt in seine Fresse rein.
Oh, der hat gut wehgetan bei ihm. Okay, ganz kurz einmal ein bisschen heilen. Ah, schlecht. Oh nein, nicht wieder das jetzt. Ah ja. Ich hatte gerade so ein Déjà-vu irgendwie, weiß ich nicht. So. Diesmal nicht auf Defensiv gehen, sondern direkt reinknallen. Geflügeltes Schwert in Signia. Danke. Warum immer Rumpf? Ja, okay. Ich sterbe gerade übrigens tatsächlich. Achtung, schwacher Feind. Ja, der war... Ich finde nicht schwach. Ich muss sagen, ich finde, der war also einfach so schwach in gewisser Hinsicht. Die Angriffe sind ja trotzdem ziemlich stark. Geht, ne? Finde ich jetzt falls eigentlich okay, der Gegner. Fand ich auf jeden Fall einen coolen Boss. War nice. Ärgert mich nur ein bisschen, dass ich da jetzt einen zweiten Versuch vorgebraucht habe. Das hätte nicht sein müssen, glaube ich. Naja. LOL! Das Gift ist einfach wieder voll. So ein Ding ist das. LOL. Okay, das ist frech. Nach dem Teleport Gift und Scharlachfäule wieder voll zu machen? Ja, müsst ihr ja wissen. Und jetzt ist es weg. Klar, macht Sinn. Naja, ganz kurz ein paar Runen ploppen lassen. Wir haben nämlich einige. Und dann machen wir davon eben ein kleines Level-Up. So, 6 Stück davon. Ach ja, schön viele Seelen. Runen, meine ich natürlich. Wenn wir Glück haben, reicht es sogar für 2 Level. Weil wir haben 4 Stück von den großen. Müssen jetzt eigentlich mehrere Seelen, also sehr viele wert sein. 8000, sehr lecker. Das sind, glaube ich, 2 Level. Das wäre doch hervorragend. Die setzen wir... Ich wollte eigentlich FP machen, ne? Machen wir, glaube ich, auch. Ja, sehr schön. Okay, haben wir. So. Die Höhle haben wir. Heißt, diesen ganzen Gang hier haben wir jetzt quasi auch abgedeckt. Ah, ein Boss ärgert mich. Ich hätte den eigentlich First Try haben sollen. Naja. Dann bleibt als Weg übrig dieser große Kacksee. Finde ich jetzt nur so halb geil, weil dieser See spricht mich jetzt echt überhaupt nicht an, irgendwie. Ich hoffe, dass der wirklich relativ schnell vorbei ist. Aber naja, gehen wir dann hier mal da als nächstes da rein. Aber nicht jetzt. Ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.